Ich finde Vloggen absolut dämlich und langweilig. Trotzdem sitze ich gerade vor einem IKEA-Regal und rede direkt zur Kamera. Mein Lieblingswort in der englischen Sprache ist Hypocrite. Willkommen zum Dronestag. Schön, dass du dich dazu entschlossen hast, dir meinen ersten Absturz anzusehen. Ich weiß zwar nicht, was du dir davon versprochen hast, aber wenn du genau aufpasst, dann handelt diese Serie nicht von Alkohol- und Drogenexzessen, sondern davon, dass ich in meiner Freizeit gerne Drohnen und andere Dinge baue. In dieser Pilotfolge des Dronestag-Projekt werde ich mit meiner Drohne das erste Mal nach draußen gehen, um sie Test zu fliegen und dabei mehr oder minder erfolgreich sein. Später dazu mehr. Kann sein, dass die PID-Values so nicht stimmen, aber wir werden es trotzdem versuchen. Mich auch einen anderen Tag drum kümmern. Der Grund dafür, dass die PID-Values oder Proportional Integral Derivative Values noch nicht stimmen, liegt daran, dass ich an dieser Stelle einen komplett selbstgebauten Flight Controller verwende, den ich ebenfalls selber programmiere. Der Code basiert dabei auf dem YMFC von Job Brocking. Die Antwort auf die viel wichtigere Frage, warum zum Teufel mein T-Shirt in meiner Hose steckt, meine Oma könnte zusehen. Das hier ist übrigens Fanservice für meine Oma. Denn die sagt ja immer, dass ich meine Windpunkte schützen muss. Fabian, du hast bei minus 5 Grad einzig und allein keine Socken an und ein T-Shirt. Und noch eine Hose. Ich trage offensichtlich eine Jacke, also es ist nichts als Lügen, was du hier verbreitest. Für die Unwissenden von euch, die keine Ahnung haben, was ein Windpunkt ist, das ist ganz einfach. Also folgende Definition steht dahinter. Ein Windpunkt ist potenziell jeder Fleck Haut deines Körpers, der nicht von mehreren Lagen Kleidung bedeckt wird. Das perfekte Windpunkt-Schutz-Outfit wäre also eine Ganzkörper-Burka und eine Oculus Rift. Ich schweife vom Thema ab. Erster Testflug, da waren wir. Ach ja. Und dann war es endlich soweit. Die Arbeit der letzten Tage, das Recherchieren der letzten Monate, alles für diesen einen Augenblick. Und dann stellte ich fest... Der Motor läuft nicht. Später stellte sich denn raus, dass mir das Problem wohl bekannt war. Nicht, weil ich wusste, dass der Motor kaputt war, aber weil genau dieser Fehler vor gar nicht allzu langer Zeit schon einmal auftrat. Wie in der Zeit in Japan war auch hier innerhalb des Brushless-Motors einer von den Kupferdrähten gerissen und normalerweise kann man das Ding dann damit in die Tonne kloppen, weil ich ohnehin eher preiswerte Motoren gekauft hatte. Nach einigen Tagen der Frustration habe ich es dann tatsächlich doch noch geschafft, den Motor wieder ans Laufen zu kriegen. Und dann, nach einigen nebligen Testflügen, bin ich dann endlich in meinem Zimmer abgehoben. Stolz hatte ich mich also als besonders bissiger Budget-Bastler bewiesen. Aber als Pilot wird das noch eine Weile dauern. Shit.